Du bist Hörspiel- und Retro-Fan? Dann unterstütze uns mit einem Abo. Vielen Dank und jetzt viel Spaß. Du, hol doch mal die Taschenlampe aus dem Förster, ja? Mhm. Nein, nein, auf der anderen Seite. Also. Ja, da. Du, am besten ich lass mein Fenster runter und leuchte auf die Straße. Ja. Sag mir es dann, wenn ich zu weit rüberkomme. Mach ich. Also mir fallen bald die Augen aus dem Kopf. Rechts, mehr nach rechts, Liebling. Ja, ich muss schon sagen, die Straße ist scheußlich schmal. Nach rechts, nach rechts. Ja, verdammt! Und jetzt nach links, John. Ja. Links rüber. Nur schnell doch, ja, Liebling. Das mache ich ja schon. Gott sei Dank. Hübscher Anfang für unsere Ferien. Du, das Ganze gefällt mir nicht, John. Warum? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da ist was. Direkt vor uns. Ja, sieh doch. Na, wo? Halt, John, halt! Ja! Ja, was ist denn los, Shaila? Ich muss dich falsch dirigiert haben, Liebling. Wir sind gar nicht mehr auf der Landstraße. Aha. Naja, aber deshalb müssen wir doch weiter. Wenden kann ich hier nicht. John, siehst du denn nicht, wo wir sind? Auf einer privaten Auffahrt. Da vorne ist ein Haus. Ein Haus? Also ich sehe kein... Ja. Ach, sowas. Und was jetzt? Tja, was schlägst du vor? Wir könnten vielleicht mal hingehen und läuten. Wenn jemand da ist, wird man uns sicher erklären, wo wir überhaupt sind. Ja, da hast du recht. Wir wollen ja schließlich nicht die ganze Nacht zusammengekrümmt auf dem Rücksitz verbringen, oder? Bloß nicht. Es hätte gerade noch gefehlt. Also dann komm, Liebling. Ja, gut. Klopf mal. Ja. Aber da muss doch irgendwo eine Klingel sein. Ach, wenn man nur... Scheiler. Die Haustür ist ja offen. Stimmt. Ach, trotzdem klopf lieber an, John. Alles gut. Niemand zu Hause. Komm, Shaila. Aber John, wir können nicht einfach reingehen. Na, warum denn nicht? Keine Angst, Liebling. Neben dir steht Mark Conway, der große Privatdetektiv. Vergiss das bitte nicht. Idiot. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es könnte geladen sein. Du, wenn Alice so eine Situation erfunden hätte, dann liegt jetzt in jedem Zimmer eine Leiche. Ja, und das Blut würde durch die Decke tropfen. Aufpassen, Stufe. Au! Verflucht, au! Oh. Pass doch selber auf, Sherlock Holmes. Wie dunkel es hier ist. Knipst doch mal deine Taschenlampe an, Shaila. Du, das Haus ist anscheinend noch gar nicht ganz fertig. Meine Güte, was da für Leitern rumstehen. Oh. Pass auf, fall nicht über den Farbtopf. Du, hier ist deine Tür. John! Ja? Das Haus ist gar nicht leer. Sieh doch mal. Das Zimmer hier ist möbliert. Tatsächlich. Wenn uns jemand hier findet, sitzen wir in der Tinte. John, sollten wir nicht lieber zum Wagen zurückgehen? Aber lieb... Was hast du denn? Shaila! John, um Himmels Willen, was ist denn? Da, auf dem Boden! Sieh doch, auf dem Boden! Ah! Ein Mann! Oh, John! Nur die Ruhe, komm. Ja. Wir müssen jetzt ganz kühl und gefasst bleiben. John! Lass mich jetzt nicht allein, bitte, bitte. Nein, ich suche nur... Den Lichtschalter, Liebling. So. Endlich.
Ist der tot? Ja, scheint so. John, machen wir uns lieber aus dem Staub. Niemand hat uns reinkommen sehen. Wir wollen doch nicht... Mit der Ruhe, Liebling. Ist da gar kein Grund zur Aufregung. Hoffentlich habt... Wer kann das bloß sein? Na, woher soll ich das wissen? Schaller, wie viel Uhr ist es? 7:10. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, lieber Gott. Es war bloß nicht an, den großen Detektiv zu spielen, bloß weil... Was war denn das? Was war was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Moment mal. Bleib stehen. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ja, das Haus scheint völlig ausgestorben zu sein. Aber irgendjemand muss hier wohnen, sonst wäre doch das Zimmer nicht eingerichtet. Nicht unbedingt. Vielleicht ist der Besitzer verreist. Und wieso stand dann die Haustür offen? Ja, da hast du recht. Und was sollte das ganze Zeug in der Diele, die Eimer, die Tünche und all dieser Kram? Dieser entsetzliche Blick. Von wem? Von diesem Toten. Ach so, ja. Ob er wohl Selbstmord begangen hat? Selbstmord? Nein, bestimmt nicht. John, eigentlich sollten wir jetzt wohl die Polizei verständigen. Aber wir haben doch nicht den leisesten Schimmer, wo wir sind. Tja, ja, wenn du seine Taschen durchsuchst, vielleicht entdeckst du auf diese Weise einen Anhaltspunkt. Also das bloß nicht. Eine Leiche soll man nie anrühren, bevor nicht... Hier ist ja ein Schreibtisch. Komm, vielleicht findest du hier was. Zum Beispiel Briefpapier mit der Adresse oder... Und hier ist doch ein Telefon. Ja, Briefpapier habe ich schon gefunden. Hier. Moment mal. Hm? Ja, da hätten wir es. Vancouver House, Bishops Ramford, Essex. Na sowas. Was denn? Der Besitzer ist ein Professor Eberly. Dieser Name steht wenigstens auf dem Briefpapier. Professor Eberly? Ob der Mann hier vielleicht der Professor ist? Schwer zu sagen. Er sieht eigentlich noch ziemlich jung aus. Na, das Telefon geht jedenfalls noch. Ein Trost. Du, wenn das Ganze ein Theaterstück wäre, dann hätte bestimmt jemand die Leitung durchschnitten. Und wir wären außerstand... Hallo? Amt? Ja, würden Sie mich bitte mit der Polizei verbinden? Ja, Polizei. Hier ist Bischofs Ramford 64. Ja, 64. Warum verlangst du denn nicht... Hallo? Wer spricht bitte? Wer? Ah, Inspektor Dawson. Ja, Inspektor, hören Sie, ob Sie wohl so freundlich wären, nach Bischof Ramford rüberzukommen? Vancouver House? Ja. Ja, es ist äußerst dringend. Naja, hier ist offenbar etwas passiert. Nein, ich fürchte, es sieht eher aus wie Mord. Nein, ich bin nicht von hier. Nelson ist mein Name. John Nelson, ja. Ja, der Nebel ist leider ziemlich dicht. Gut, gut. Danke, Inspektor, danke. Danke. Na? Ein Inspektor Dawson wird in etwa einer halben Stunde hier sein. 2 Meilen von hier ist offenbar ein Dorf. Kennt ihr das Haus? Das möchte ich doch annehmen, ne? Auf jeden Fall hat er jetzt die Adresse, ne? Ja. Und was tun wir inzwischen? Keine Ahnung. Mark Conway wartet auf den Inspektor der Ortspolizei. Irgendwie hört sich das komisch an. Solltest du nicht herumrasen und Fingerabdrücke suchen? Na, angenommen, ich finde welche. Du, wenn es nach Alice Murdoch ginge, dann müsste ich sie dem großen, geheimnisumwitterten Professor zur Untersuchung übergeben, der sich schließlich als Staatsfreund Nummer 1 entpuppt. Aber wo steckt der große, geheimnisumwitterte Professor? Shaila, was ist denn? John? Ja? Komm doch mal her. Hier zur Tür.
Was ist denn los? Hör mal. Da spielt doch eine Orgel irgendwo. Eine Orgel? Sag mal, bist du nicht ganz bei Trost? Hör doch nur mal. Großer Gott. Du hast recht, Scheiner. Es kommt von... Ja, es kommt von oben. John! Du willst doch nicht raufgehen. Nun, wir müssen doch feststellen, ob jemand im Hause ist, oder? Na schön. Nur keine Angst, komm. Du liebe die Lampe. Die Treppe ist entsetzlich, die knarrt so bei jedem Schritt. Psst! Du, das muss aus dem ersten Stock kommen. Ja. Nervös? Ein bisschen schon, und du? Ich finde es großartig. Einfach großartig, weißt du? Ich bin nicht so leicht ins Boxhorn zu jagen, Liebling. Ich habe schließlich 7 Jahre lang diesen Marconi gespielt. Was war das? Nur eine Katze, glaube ich. Ach so. Leise, leise. Ich glaube, die Musik kommt aus diesem Zimmer dort. Ja, dort ist doch Licht. Hinter der Türe links. Nicht rühren jetzt. Ich mach sie auf. Das war die G-Moll-Fuge von Bach, Arnold. Ein erhebendes Werk. Findest du nicht auch? Der geheimnisumwitterte Professor. Ich fürchte, Sie irren sich. Allerdings... Sie sind ja gar nicht Arnold. Mein Name ist Nelson. John Nelson. Aber was machen Sie denn hier oben zum Teufel? Was wollen Sie, Sir? Wir hörten die Orgel und sind dem Ton nachgegangen. Das ist doch wirklich die Höhe. Sie müssen einfach ins Haus eingedrungen sein, denn sonst hätten Sie die Orgel nie hören können. Dieses Zimmer ist nämlich schalldicht. Schalldicht? Darum also. Hat die junge Dame etwas zu bemerken? Die junge Dame ist meine Frau. Ich wollte nur sagen, wenn dieses Zimmer schalldicht ist, dann verstehe ich auch, warum Sie uns nicht gehört haben. Ich habe vor etwa 5 Minuten laut gerufen. Wir hatten uns nämlich im Nebel verfahren, Sir, und hielten Ihre Auffahrt für eine Straßenbiegung, bis wir plötzlich direkt vor Ihrem Haus standen. Ich klopfte also an die Haustür, leider ohne Erfolg. Doch plötzlich entdeckte ich zu meinem Erstaunen, dass die Türe offen stand. Die Leitern, die Eimer und all das Anstreicherwerkzeug ließen uns vermuten, dass das Haus unbewohnt sei. Ja, ich lasse nur gerade die Diele neu streichen und auch einige andere Reparaturen durchführen. Aber früher oder später müssen Sie Ihren Irrtum doch entdeckt haben. Unseren Irrtum entdeckten wir, als wir einen Blick in das Zimmer da unten warfen. Ich begreife immer noch nicht, warum die Haustür offen stand. Höchst merkwürdig. Übrigens, mein Name ist Eberly, Professor Eberly. Nelson, als ich eben die Tür aufmachte, nannten Sie mich Arnold. Ich hielt Sie für einen Gast, den ich erwartete. Ein Freund von mir, Dr. Clifford. Er wohnt ganz in der Nähe. Er war vorhin schon einmal hier und dürfte auch die offene Haustür auf dem Gewissen haben. Aber im Allgemeinen ist Arnold doch recht zuverlässig in solchen Dingen. Professor Eberly, wissen Sie eigentlich schon von dem Mann, der da unten... Ein Mann? Unten? Was soll das heißen? Nun, im Wohnzimmer unten liegt ein Mann. Auf dem Boden. Er ist tot. Tote... Das soll mal ein Witz sein. Nein, blutiger Ernst. Aber das kann doch gar nicht sein. Hier im Haus ist niemand außer mir. Ich habe nur noch 2 Dienstboten, ein Ehepaar, und die sind in Schwemsfort bei Verwandten und kommen erst mit dem 9.15 Uhr Zug zurück. Vielleicht sollten wir doch lieber mal zusammen hinuntergehen? Wie sieht der Mann denn aus? Etwa 40, würde ich sagen. Gut gewachsen, glatt rasiert. Dann ist es bestimmt nicht mein Diener. Und Gott sei Dank passt Ihre Beschreibung auch nicht auf Dr. Clifford. Aber
wer zum Teufel ist denn dieser Bursche? Das möchten wir auch gern wissen. Los, kommen Sie. Kennen Sie ihn? Nein, diesen Mann habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Aber wenn wir ihn durchsuchen, könnten wir vielleicht herausfinden, wer er ist. Ich würde lieber nichts anrühren, Herr Professor. Die Polizei versteht in solchen Dingen keinen Spaß. Die Polizei? Wir haben sie vorhin gleich angerufen. Sie müssten jeden Moment hier sein. Sie haben die Polizei verständigt? Ja. Aber war denn das wirklich nötig? Unter den gegebenen Umständen? Natürlich. Ja, da haben Sie wohl recht. Wenn nur Arnold schon wieder hier wäre. Ist Ihr Freund Dr. Clifford praktischer Arzt? Ja, und zwar ein sehr geschickter. Aha. Nur ziemlich geistesabwesend. Wir sind gut befreundet, seit er sich hier in Bishops Romford niedergelassen hat. Das war vor ungefähr 4 Jahren. Vorher war er irgendwo im fernen Osten, glaube ich. Dieser Fall wird Arnold bestimmt brennend interessieren. Er hält sich nämlich für einen verhinderten Kriminalisten. Der geistesabwesende Doktor, der lange Jahre im fernen Osten lebte und gerne den Kriminalisten spielt. Jetzt fehlt uns nur noch der unschuldig aussehende Schulmeister. Ich verstehe leider nicht, was Sie damit... Entschuldigen Sie vielmals, Professor. Aber kommen Sie nur herein, Arnold. Um Gottes Willen. Was ist denn hier passiert? Das frage ich mich auch. Ist er tot? Ja, mausetot. Erkennen Sie diesen Mann, Arnold? Ich? Nein, ganz gewiss nicht. Und doch... Ja. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Wer ist es? Wir haben nicht die leiseste Ahnung. Übrigens, darf ich Ihnen Mr. und Mrs. Nelson vorstellen? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was... Sie wissen auch nicht, wer der Mann ist, Professor? Ich glaube, John, wir sollten Dr. Clifford erst einmal genau erzählen. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir hatten uns im Nebel verfahren und hielten die Auffahrt zu diesem Haus für eine Straßenbiegung. Da die Haustür offen stand, konnten wir das ganze Zeug in der Diele sehen, was uns verständlicherweise auf den Gedanken brachte, das Haus sei unbewohnt. Erst als wir dieses Zimmer hier betraten, entdeckten wir unseren Irrtum. Lag der Mann auf dem Boden? Ja. In genau derselben Stellung wie jetzt. Aha. Wir wussten zuerst gar nicht, was wir tun sollten. Schließlich haben wir die Polizei angerufen. Ja? Als wir gerade wieder zu unserem Wagen zurückkehren wollten, hörten wir oben die Orgel. Na, alles andere können Sie sich vorstellen. Wir fanden Professor Eberly in seinem Musikzimmer und erklärten ihm das Ganze. Aha. Sie haben die Polizei also schon angerufen? Ja, ein Inspektor Dawson müsste jeden Augenblick hier sein. Ich habe vorgeschlagen, seine Kleider zu durchsuchen, Arnold. Auf diese Weise könnten wir doch unter Umständen... Etwas Interessantes finden, meinen Sie? Ohne Zweifel. Aber ich bin trotzdem dafür, nichts anzurühren, bevor der Inspektor kommt. Mr. Nelson, als die Haustür aufging oder aufgestoßen wurde, da konnten Sie also in die Diele sehen, nicht wahr? Ja... Sie sahen den blanken Fußboden, die Leitern, die Eimer und die weißen Tücher über dem Treppengeländer. Ja, ich habe Ihnen doch schon gesagt, wir hielten das Haus für leer. Zuerst dachte ich sogar, es handelt sich um ein noch unfertiges Haus. Von außen hatten wir es schließlich kaum gesehen. Genau. Was soll das heißen? Genau. Dieser Mann ist schon gut 2 Stunden tot, das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ach, was Sie ganz sagen. Bestimmt nicht weniger als 1,5. Also... Wann waren Sie zum letzten Mal in diesem Zimmer, Professor? Vier, ja, vielleicht. Na, kurz ehe Sie kamen. Erinnern Sie sich, wir sind doch dann gleich hinauf ins Musikzimmer gegangen. Ja, und gegen 6 Uhr habe ich Professor Eberly wieder verlassen und bin nach Hause gegangen. Und da war das Zimmer noch leer, das kann ich beschwören. Und was beweist das? Es beweist, dass der Mann ganz bestimmt nicht in diesem Zimmer ermordet worden ist. Dr. Clifford hat doch festgestellt, dass er mindestens schon seit 1,5 Stunden tot ist. Andererseits ist er bereit zu schwören, dass der Raum um 6 Uhr noch leer war. Dieser Mann muss also woanders umgebracht worden sein. Fabelhaft, Mrs. Nelson. Aber wie ist er dann hierher gekommen? Zu Fuß bestimmt nicht. Nein, irgendjemand muss ihn hergeschafft haben. Aber das ist doch absurd.
Wenn wir Sie eine Leiche loswerden wollten, würden Sie dann seelenruhig in ein bewohntes Haus gehen und sie an der erstbesten Stelle deponieren? Nein, aber falls ein leeres Haus in Reichweite wäre, das würde ich mir bestimmt aussuchen. Wahrscheinlich hat der Mörder denselben Fehler gemacht wie wir. Er hielt die Auffahrt im Nebel zunächst für eine Kurve. Und als er dann seinen Irrtum bemerkte, entschloss er sich, mal genauer nachzusehen. Selbst wenn er an die Haustür geklopft haben sollte, hören konnte ihn niemand. Professor Eberly arbeitete doch oben in seinem Musikzimmer. Ja, und falls die Haustür um diese Zeit auch schon offen stand, hat sich der Mörder bestimmt eingebildet, ein leeres Haus vor sich zu haben. Er konnte doch nun die Leiche in aller Ruhe in die Diele und von dort aus in das Zimmer hier zerren. Dann allerdings, aber erst dann, durfte er bemerkt haben, dass das Haus ja bewohnt ist. Aber das muss ihm vielleicht in die Knochen gefahren sein. Sind hier in der Nähe noch andere Häuser? Meines ist das nächste. Und das liegt gut 300 Meter entfernt. Sowohl Professor Eberly wie auch Sie selbst sind also fest davon überzeugt, den Mann noch nie gesehen zu haben. Felsenfest, gnädige Frau. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. So viel ist sicher. Und doch, wie schon gesagt, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich habe fast das Gefühl, ich hätte mal ein Bild von ihm gesehen. Und doch weiß ich genau, dass das nicht der Fall ist. Schließlich vergessen Sie nie ein Gesicht, das Sie einmal gesehen haben, Arnold. Das ist sicher die Polizei. Ja, ich werde dem Inspektor aufmachen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Der ist aber ungeduldig. Dr. Clifford, kennen Sie den Inspektor? Nur flüchtig. Ein ganz netter Kerl, ja. So ein richtiger Landpolizist. Sie kennen doch den Typ. Ja, ja, den Typ, den kennen wir. Tut mir schrecklich leid, dass ich Ihnen so ins Haus falle, Sir. Aber mein Wagen... Mein Gott. Es war doch nicht die Polizei, mein Herr. Polizei? Soll das heißen, dass der Bursche hier tot ist? Ja, ein Unfall. Wir erwarten jeden Moment den Inspektor. Schade, dass ich nicht Sherlock Holmes bin. Ich heiße Hurst. Roland Hurst. Ich bin der neue Physiklehrer vom Brentwood College. Ich war gerade unterwegs nach Brentwood und... Naja, dann ist mir dummerweise der Sprit ausgegangen. Nicht einen Tropfen mehr im Tank. Physiklehrer? Sie sind wirklich Lehrer? Ja. Warum kommt Ihnen das so seltsam vor? Nein, eigentlich nicht. Ich persönlich habe den Lehrerberuf immer für etwas ausgesprochen Harmloses gehalten. Tut mir leid, dass ich so viel Wirbel mache, Sir. Aber wenn Sie mir ein paar Liter Benzin pumpen könnten, wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Bei mir haben Sie da leider kein Glück, junger Mann. Da ich selbst nicht Auto fahre, besitze ich so etwas nicht. Ich habe zufällig einen kleinen Reservekanister im Wagen. Den könnten Sie gern haben. Oh, vielen Dank. Wirklich sehr nett von Ihnen. Ich hole ihn schnell. Kommst du mit, Shyla? Ja, gern. Kommen Sie, Mister. Wie war doch Ihr Name? Hurst. Schön, gehen wir. Ja. Professor? Ja. Ich glaube, ich durchsuche doch lieber seine Taschen. Würden Sie so lange Schmiere stehen? Wissen Sie, ich möchte nicht erwischt werden. Ja, natürlich. Uhr? Feuerzeug? Hier! Sehen Sie mal die Uhr. Ja. Auf der Uhr ist etwas eingraviert. Von Mary H. Das nützt uns wenig. Oh, was ist denn das hier? Ein Taschenmesser. Und ein paar Briefe. Na, sind Sie interessant? Nein. Der Tote wird darin mit Otto angeredet. Und wie heißt er mit Nachnamen? Ja, das steht leider nicht drin. Das ist die Klingel an der Hintertür. Dann wird es bestimmt Dawson sein. Warten Sie. Erst schnell die Sachen zurückstecken. So. Fertig. Kann ich ihn jetzt reinlassen? Ja, ich komme mit.
Guten Abend, Sir. Ich bin Inspektor Dawson. Wir haben vorhin einen Anruf erhalten. Oh, guten Abend, Dr. Clifford. Guten Abend, Inspektor. Treten Sie näher. Danke. Professor Eberle haben Sie wohl gelegentlich schon im Dorf gesehen. Ja, ja, natürlich. Ich kenne den Herrn Professor gut. Vom Sehen, meine ich. Hier rein, bitte, Inspektor. Bitte. Ja. Hm. Wer von den Herren hat die Leiche zuerst entdeckt? Keiner von uns, leider. Aber wer hat mich angerufen? Ach, guten Abend. Sie sind sicher Inspektor Dawson? Ja, Miss. Mein Name ist Nelson. Shayla Nelson. Mein Mann hat Sie vorhin angerufen, vor einer halben Stunde ungefähr. Ah ja, und wo ist Mr. Nelson jetzt, Mrs.? Noch draußen beim Wagen. Er kommt bestimmt gleich zurück. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen, Sir, ich möchte lieber zuerst mit Mr. Nelson sprechen. Aber natürlich, Inspektor. Na, haben Sie Ihr Benzin bekommen, Mr. Hurst? Ja, vielen Dank. Mr. Hurst möchte gern wissen, wie er von hier aus am schnellsten nach Brentwood kommt. Bei diesem Nebel? Er erhebt sich langsam. Ich glaube, ich werde es schaffen. Die Straße nach Brentwood ist nicht ganz leicht zu finden. Etwa eine halbe Meile von hier an der Telefonzelle müssen Sie links abbiegen. Aha. Ja, ich verstehe, Mr. Nelson. War wohl eine schöne Überraschung, als Sie plötzlich vor einem Haus standen. Ja, das kann man wohl sagen. Nochmals vielen Dank für das Benzin, Mr. Nelson. Wenn Sie je in eine ähnliche Klemme geraten, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an. Einen Augenblick, Sir. Muss Sie leider bitten, noch eine Sekunde zu bleiben. Aber ich kenne den Toten doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Denken Sie, wir etwa? Tut mir leid, Sir. Ich werde Sie bestimmt nicht unnötig aufhalten. Also, Mr. Nelson, haben Sie eine Ahnung, wie viel Uhr es war, als Sie die Leiche entdeckten? Ja, es war 7:10. Ich habe es mir extra gemerkt. Hm. Dr. Clifford, Mr. Nelson sagte mir, Sie hätten Professor Eberle gegen 6 Uhr verlassen. Ja, das stimmt. Ich wollte kurz nach Hause, weil ich mit der 5 Uhr Post einen wichtigen Brief erwartete. Sie ließen also Professor Eberle im Musikzimmer zurück? Ja. War diese Tür hier offen oder geschlossen, als Sie herunterkamen? Die Tür stand weit offen. Sie konnten also ins Zimmer sehen? Ja, es war natürlich schon ziemlich duster. Lag die Leiche um diese Zeit bereits hier? Nein. Haben Sie den Toten inzwischen untersucht? Ja, ich würde sagen, dieser Mann hier wurde gegen 5:30 ermordet, vielleicht sogar noch etwas früher. Dann kann er also unmöglich in diesem Raum umgebracht worden sein. Ja, es sei denn, er wurde hier zwischen 5:30 getötet, weggeschafft und dann zwischen 6 Uhr und 7:10 wieder hierher zurückgebracht. Mhm. Haben Sie den Mann jemals zuvor gesehen, Sir? Nein, nie. Mr. Nelson? Nein. Mrs. Nelson? Bestimmt nicht. Mr. Hurst hat die Frage bereits verneint. Vielleicht hat Dr. Clifford. Ich habe ihn auch noch nie gesehen, davon bin ich überzeugt. Trotzdem, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Bekannt? Haben Sie vielleicht mal ein Bild von ihm gesehen, Sir? Nein. Oder halten Sie es für möglich, dass Sie irgendwo einmal eine Beschreibung von ihm gelesen haben? Was man gelesen hat, wird oft später... Natürlich! Mein Gott, wie dumm von mir! Also, dass ich nicht gleich darauf gekommen bin! Sagen Sie, Inspektor, Sie haben doch sicher von dem Einbruch bei Tiffanio in London gehört. Bei dem Juwelier in der Bond Street vorhin Monat? Ja! Otto Trenchman! Das ist er! Otto Trenchman? Sie meinen, der Kerl hier hat den Einbruch bei Tiffanio auf dem Kerbholz? Allerdings! Sind Sie sicher, Arnold? Also ganz sicher! Mhm. An Ihrer Stelle würde ich vielleicht doch mal seine Taschen durchsuchen, Inspektor. Ich bin gerade dabei, Sir. Ich habe zum ersten Mal vor etwa 3 oder 4 Monaten von Trenchman gelesen. Und zwar in einer amerikanischen Zeitung. Als ich dann von dem Einbruch bei Tiffanio hörte, schrieb ich gleich an Chefinspektor Matthews von Scotland Yard, dass möglicherweise dieser Trenchman dahinter stecken könnte. Ist der Chefinspektor ein Freund von Ihnen? Ja, wir waren zusammen beim Militär und ich habe ihn auch später noch ein paar Mal getroffen, nachdem er zu Scotland Yard kam. Ja, also, viel ist da nicht zu finden. Merkwürdigerweise hat der Kerl überhaupt keine Papiere bei sich. Auch keine Briefe? Nein. Soll das heißen, dass Sie keine Briefe gefunden haben? Ja. Wundert Sie das, Herr Professor? Naja, normalerweise hat man doch Briefe in der Tasche, oder? Tja,
Der Mann hier hat offenbar keine. Aha. Hat er wenigstens eine Uhr? Ja, eine Uhr, ein Taschenmesser. Ah ja, und hier ist noch ein Taschentuch. Ich habe zu Hause einen Brief, der Sie interessieren dürfte, Inspektor. Von Chefinspektor Matthews. Er enthält einige wichtige Einzelheiten über diesen Trenchman. So. Ich bin bis jetzt allerdings noch keineswegs davon überzeugt, dass es sich hier um Otto Trenchman handelt. Gerade deshalb möchte ich, dass Sie diesen Brief lesen. Mhm. Wie lange würde es dauern, den Brief zu holen? Noch. Sie wissen doch, wo ich wohne. Ja. Na schön, Dr. Clifford. Ich habe meinen Wagen direkt vor der Haustür. Dr. Clifford kann ruhig zu Fuß gehen, Mr. Hurst. Sind nur ein paar hundert Meter. Ja, also, dann bis später, Inspektor. Na, wo ist denn jetzt wieder mein Notizbuch? Ah, da haben wir es ja schon. Also, Mr. Hurst, würden Sie mir bitte Ihren vollen Namen angeben? Meinen vollen Namen? Ja, Sir. Roland Charles und bedauerlicherweise Kurtwood Hurst. Und was ist Ihr Beruf? Aber ich bitte Sie, was soll denn das? Ich will auch keinem Golfclub beitreten. Bitte beantworten Sie meine Frage, Sir. Was sind Sie von Beruf? Tja, ich habe Gebrauchtwagen verkauft. Was soll das heißen, Sie haben? Tja, eigentlich habe ich keine verkauft. Also, was ist nun richtig? Ich habe es getan und ich habe es nicht getan. Ich bitte Sie, Sir, also, haben Sie nun Gebrauchtwagen verkauft oder nicht? Nein. Nein? Nein. Warum zum Teufel haben Sie dann behauptet? Sie haben mich doch gefragt. Was habe ich Sie gefragt? Was ich vom Beruf war. Ja, und? Was waren Sie? Gebrauchtwagenverkäufer. Also nochmal, Sir. Ich möchte in mein Notizbuch eintragen, ob Sie Gebrauchtwagen verkauft haben oder nicht. Ich möchte das kurz und bündig notieren, und zwar so, dass es einem Menschen durchschnittlicher Intelligenz verständlich ist. Also, was zum Teufel soll ich aufschreiben? Ich habe es getan und ich habe es nicht getan. Also, das verstehe ich nicht. Aber das ist doch im Grunde höchst einfach. Ich bezog ein Gehalt dafür, Gebrauchtwagen zu verkaufen, habe aber nie einen verkauft. Trotzdem war es mein Beruf, Gebrauchtwagen zu verkaufen. Ach so, dann sind Sie also im Augenblick ohne Beschäftigung. So, liebe Güte, nein. Ich bin Schullehrer. Schullehrer sind Sie? Vielen Dank, Mr. Hurst. Keine Ursache, lieber Freund. Stets gern zu Diensten. Und Sie, Herr Professor, was sind Sie? Ich? Das ist bestimmt Arnold. Ah, da sind Sie ja wieder, Dr. Clifford. Inspektor, ich möchte Sie gern einen Augenblick unter vier Augen sprechen. Gehen Sie doch ins Esszimmer, Arnold. Wir warten hier auf Sie. Danke. Wenn es Ihnen recht ist, Inspektor. Also, was gibt's, Doktor? Lesen Sie doch mal diesen Brief. Wenn das alles stimmt, dann wird es sich wohl um Trenchman handeln. Aber Chefinspektor Matthews erwähnt da noch einen anderen Kerl, einen Mann namens Radcliffe. Allerdings, Chefinspektor Matthews glaubt nämlich nicht, dass Trenchman den Einbruch bei Tiffenio allein ausgeführt hat. Er nimmt vielmehr an, dass er mit diesem Radcliffe, Victor Radcliffe, zusammengearbeitet hat. Ich wollte das zwar zuerst nicht recht einsehen, aber jetzt bin ich überzeugt, der Chefinspektor hat recht. Schade, dass Trenchman das Ding nicht allein gedreht hat. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass Trenchman von seinen Komplizen ermordet worden ist. Eine interessante Theorie. Es ist mehr als eine Theorie, Inspektor, glauben Sie mir. Nachdem Trenchman und Radcliffe sich 14 Tage versteckt gehalten hatten, machten sie sich schließlich aus dem Staub. Während der Fahrt fingen sie miteinander Streit an. Radcliffe wurde immer wütender, bekam zufällig einen Schraubenschlüssel zwischen die Finger. Na, um den Rest können Sie sich ja denken. Alles ganz schön und gut, aber wie zum Teufel kommt Trenchman hier ins Haus? Ich nehme an, Radcliffe ist im Nebel irgendwo falsch eingebogen. Wie Mr. und Mrs. Nelson? Ja. Ja, und dann? Radcliffe klopfte an die Haustür. Das muss gegen 6:30 gewesen sein, als Professor Eberly oben in seinem Musikzimmer war. Während Radcliffe klopfte, stellte er fest, dass die Haustür nicht geschlossen war. Als sich nichts rührte, stieß er die Tür auf, worauf er in die Diele sehen konnte. Die Leitern und die Farbentöpfe ließen darauf schließen, dass das Haus unbewohnt und daher das ideale Versteck für eine Leiche war. Radcliffe
Cliff ging also zu seinem Wagen zurück, holte Trenchman heraus und schleppte ihn in die Diele. Als er von dort aus ins Wohnzimmer trat, entdeckte er zu seinem Entsetzen, dass das Zimmer möbliert war. Er bekam es mit der Angst zu tun, ließ die Leiche fallen und eilte zu seinem Wagen zurück. Sobald er wieder auf der Landstraße war, fiel ihm jedoch ein, dass Trenchman einige Briefe bei sich hatte. Briefe, die Radcliffe ihm einst geschrieben hatte. Diese Briefe waren belastend. Er musste sie daher unter allen Umständen zurückbekommen. Er fuhr also zurück. Nach kurzer Zeit konnte er die Briefe auch tatsächlich wieder an sich bringen. Aber wieso wissen Sie das mit den Briefen? Weil die Briefe noch da waren, als ich die Leiche durchsuchte, vor Radcliffes Rückkehr. Großer Gott, ich glaube, ich würde meine ganze Pension dafür hergeben, wenn ich wüsste, wo diese Briefe jetzt sind. Sie können Ihr Geld loswerden, Inspektor. Was soll das heißen? Die Briefe sind zurzeit hier, in meiner Rocktasche. Wenn sich der Inspektor nur etwas beeilen würde. Es ist schon sehr spät. Ob Arnold wohl recht hat? In welchem Punkt, Herr Professor? Dass dieser Kerl der berüchtigte Otto Trenchman ist, meine ich. Ich habe den Eindruck... Mr. Hurst? Ja? Inspektor Dawson möchte gerne mit Ihnen sprechen, im Esszimmer. Mit mir? Na, meinetwegen. Was ist denn los, Arnold? Ich glaube, der Inspektor möchte uns alle vernehmen. Einzeln. Du liebe Güte, sowas gibt's wirklich? Wer kann das nur sein? Hallo? Ja, hä? Wer? Ach, komisch. Da ist jemand am Apparat, der möchte mit dem Herrn aus London sprechen. Dem Herrn mit dem roten Wagen. John! Na sowas, das bin doch ich. Dann gehen Sie doch an den Apparat. Ja, aber wer weiß denn, dass ich hier bin? Der Teilnehmer wartet. Na ja, ist das schon gut. Hallo? Ja? Wie bitte? Ja. Was? Ja, aber wer spricht denn überhaupt da? Wer? Seltsam. Wer war's denn schon? Na, keine Ahnung. Er hat gleich wieder eingehängt. Vorher hat er allerdings noch etwas sehr Merkwürdiges gesagt. So? Was denn, Mr. Nelson? Er sagte, Vorsicht, Radcliffe. Der Doktor ist dir auf der Spur. Lass die Briefe verschwinden. Die Briefe? Arnold, die Briefe. Der Mann hat wahrscheinlich... Ja, aber ja, verdammt nochmal, ich heiß doch gar nicht Radcliffe. Der Kerl muss verrückt gewesen sein. Und was soll denn das heißen, lass die Briefe verschwinden? Danke, Mr. Hurst. Keine Ursache, Inspektor. Stets gern zu Ihren Diensten, wie gesagt. Und jetzt, Mrs. Nelson, würden Sie und Ihr Mann mal zu mir kommen? Augenblick noch, bitte. Ob das wieder der verrückte Kerl von vorhin ist? Hallo? Ja, einen Augenblick, bitte. Komisch, sehr komisch, in der Tat. Für Sie, Mr. Hurst. Für mich? Sind Sie sicher? Aber ja, der Teilnehmer sagte, kann ich Mr. Hurst sprechen, den neuen Physiklehrer vom Brentwood College. Eigenartig. Danke. Hallo? Hallo? Hier ist Roland Hurst. Was wollen Sie? Wer spricht denn da? Das zum Teufel! Ach so, ja, danke. Da, vielen Dank. Nein, nein, sparen Sie sich die Mühe, alter Junge. Wer war denn das? Ein Kerl aus dem Dorf. Ich habe ihn vorhin auf der Straße angesprochen, als mir der Sprit ausging. Aber ich dachte, es weiß niemand, dass Sie hier sind. Bis auf diesen Burschen. Der hat mir nämlich geraten, hierher zu fahren wegen des Benzins. Das ist eine Lüge. Eine Lüge, Dr. Clifford? Was soll das heißen? Der Mann am Telefon wollte Sie warnen. Vorsicht, Radcliffe, sagte er. Der Doktor ist dir auf der Spur. Lass die Briefe verschwinden. Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Oh, doch. Doch, doch. Das wissen Sie ganz genau, Freundchen. Aber viel interessanter ist, dass Sie genau wussten, wovon er redete. Sie machen sich ja lächerlich. Ihr Name ist Radcliffe. Viktor Radcliffe.
Ich sage Ihnen doch... Übrigens, Mr. Radcliffe, nicht, dass es ja wichtig wäre, aber ich habe mir vorhin erlaubt, die Briefe aus Ihrem Wagen zu nehmen. Sie haben die Briefe? Ja. Pech. Was? Wenn ich allerdings die Leiche nicht schon vor dem Eintreffen des Inspektors untersucht hätte, hätte wohl niemand von der Existenz der Briefe was erfahren. So ein Unsinn. Was soll denn das alles? Als ich vorhin wegging, habe ich Ihren Wagen durchsucht. Ich fand diese Briefe unter Ihrem Rücksitz. Sie waren noch, ehe der Inspektor mit seinen Erhebungen beginnen konnte, aus den Taschen des Toten entfernt worden. Glücklicherweise kannte ich bereits ihren Inhalt und wusste, dass sie für einen gewissen Viktor Radcliffe äußerst belastend sind. Es lag also auf der Hand, dass dieser Radcliffe versuchen würde, die Briefe loszuwerden. Ich kam zu dem naheliegenden Schluss, dass Radcliffe sie in ihrem Wagen untergebracht hatte und dass Radcliffe selbst sich noch hier im Hause befinden musste. Sobald ich daher bei mir daheim angekommen war, gab ich meinem Diener Anweisung, hier anzurufen. Zunächst mit Mr. Nelson zu sprechen und anschließend mit Ihnen, Mr. Hurst. Die Bestellung, die ich meinem Diener auftrug, ist Ihnen ja allen wohl inzwischen geläufig. Mr. Nelson fühlte sich nicht angesprochen. Er war bei der Erwähnung des Namens Radcliffe völlig verblüfft. Er konnte auch den Inhalt der Nachricht nicht verstehen. Aber Sie fühlten sich angesprochen. Sie verstanden nur zu gut, wovon mein Diener sprach, als er Ihnen den Rat gab, die Briefe loszuwerden. Aber woher wussten Sie überhaupt von den Briefen? Während Sie, Mrs. Nelson, mit Mr. Nelson und Radcliffe draußen waren, um Benzin zu holen, untersuchten der Professor und ich die Leiche. Ich fand die Briefe, las sie und erkannte sofort, wie belastend sie für diesen Viktor Radcliffe waren. Dann wurden wir durch das Eintreffen des Inspektors bei unserer Arbeit unterbrochen. Ich steckte die Briefe wieder an ihren alten Platz und ging mit dem Professor zur Hintertür. In diesem Augenblick muss dieser Kerl hier, dieser Hurst oder Radcliffe, zurückgekommen sein, um die Briefe sicherzustellen. Ja, beim Zeug, das könnte stimmen. Hurst verließ uns, sobald wir vors Haus traten. Erinnerst du dich, Shyla? Ja, ich dachte, er wäre zu seinem Wagen gegangen. Dort war ich auch. Sie wissen doch ganz genau, dass ich bei meinem Wagen war, als Sie mit dem Benzin ankamen. Natürlich waren Sie dort. Und wenn Sie bei der Verhandlung dafür einen Zeugen brauchen sollten, Radcliffe, dann wenden Sie sich bitte an mich. Ich lasse auch mit Vergnügen eine Fotografie von dem Blumenbeet machen, über das Sie liefen, als Sie mit den Briefen mit der Tasche zu Ihrem Wagen rannten. Ich war es nicht. Da kommt Dr. Harrison mit zwei von Ihren Leuten, Inspektor. Ausgezeichnet. Zurück, komm mir nicht zu nahe, sonst schlagen wir mit diesem Leuchten in den Schädel ein. Weg mit dem Leuchter! Liebling, pass auf, um Gottes Willen, pass auf! Das war's. Bravo, Inspektor. Schade um Ihren schönen Stuhl, Professor. Nicht der Rede wert. Was war denn das? Da staunst du, was? Steh auf und komm mit, marschieren. Hat er dir wehgetan, Liebling? Er hat mich ins Auge getroffen. Mitten ans Auge. Sagen Sie mal, Arnold, war das wirklich Ihr Diener, der bei dem ersten Anruf am Telefon war? Bei dem Anruf für Mr. Nelson, meine ich. Ja, natürlich. Ich wollte doch feststellen, wie Mr. Nelson und Roland Hurst auf diesen Anruf reagieren. Aber angenommen, Ihr kleiner Trick wäre missglückt. Angenommen, Hurst und Nelson hätten beide gleich reagiert und wären nur verblüfft gewesen über den Anruf. Ich wusste, dass das nicht geschehen würde. Verblüfft würde nur der Unschuldige sein. Der Schuldige aber würde erschrecken. Der Mann, der die Briefe gestohlen hatte, war nämlich fest davon überzeugt, dass niemand etwas von ihrer Existenz wusste. Denn offiziell hatte doch der Inspektor als erster die Leiche untersucht. Zu einem Zeitpunkt, als die Briefe bereits verschwunden waren. Mhm. Na, aber warum haben Sie Mr. und Mrs. Nelson verdächtigt? Beide hätten doch Zeit genug gehabt, sich der Briefe zu bemächtigen, bevor sie zu mir kamen. Vorausgesetzt, es wäre Ihnen rechtzeitig eingefallen. Vergessen Sie nicht, hätte Hurst die Briefe nicht zunächst vergessen, hätte er keine Veranlassung gehabt, noch einmal zurückzukommen. Ja, da haben Sie recht.
Wir sind wirklich sehr in Ihrer Schuld, Dr. Clifford. Och, aber im Gegenteil, meine Liebe. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Oh, wieso denn? Na, erstens, weil ich zunächst auch Sie im Verdacht hatte. Und zweitens, weil Sie nur durch meine Zerstreutheit in diesen Fall verwickelt worden sind. Inwiefern? Weil Sie die Haustüre offen gelassen haben, nicht wahr, Dr. Clifford? Ja, leider. Der zerstreute Doktor, wie er im Buche steht. Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber Dr. Harrison möchte Sie gerne einen Augenblick sprechen. Ja, natürlich. Kommen Sie mit an. Na, gern. Wir sind gleich wieder da, Mr. Harrison. Ja, schon gut, schon gut. Also ich muss sagen... Wir haben einen Abend hinter uns, der recht ereignisreich war. Allerdings. Und nicht nur ereignisreich, sondern auch lehrreich, Liebling. Wieso? Na, wir treten jetzt schon seit 7 Jahren in Kriminalstücken auf. In Stücken mit zerstreuten Doktoren und geheimnisvollen Professoren. Aber keiner von uns hat das Zeug je ernst genommen, oder? Nein, komm. Ich habe Alice zwar selbst gesagt, dass ihre Stücke nicht lebensnah und ihre Helden nicht aus Fleisch und Blut sind, aber jetzt, weißt du, jetzt muss ich doch zugeben... Dass du die Sache mit anderen Augen ansiehst. Ja, allerdings. Ich finde das Stück von Alice gar nicht so schlecht. Ihr letztes Stück, meine ich. Völlig verrückt natürlich, aber ganz gut geschrieben. Ich hab's noch nicht mal gelesen. Es handelt von einem Romanschriftsteller, der sich im Nebel verläuft und plötzlich die Leiche eines Mannes findet. Und zwar in einem fremden, verlassenen Haus am Rande eines... Du, John! Die Geschichte ist ja direkt aus dem Leben gegriffen. Es ist der heutige Abend. Der heutige Abend als Bühnenstück. Du Liebling, wir müssen das Stück jetzt spielen. Wir müssen es einfach spielen. Was?